Zu Beginn der Lektion möchte ich euch einmal kurz erklären, warum es so wichtig ist, Evergreen-Content zu haben. Was ist Evergreen-Content und wieso bringt das so viele Unique-User auf meine Seite? Also Evergreen-Content ist eigentlich ganz einfach ein zeitloses Thema, das immer wieder gesucht wird. Evergreen-Content ist die strategische Art, Reichweite zu gewinnen, deshalb mag ich sie so gern. Bei Erdbeermarmelade seht ihr eben, zu gewissen Zeiten im Jahr, nämlich wenn Erdbeersaison ist, gehen die Peaks nach oben und ansonsten, wie es hier auch steht, flatline das Ganze. Genauso ist es bei Adventskalenderzahlen. Auch da geht es irgendwann, keine Ahnung, im September, Oktober los und peakt dann am 30. November. Dann hast du vielleicht am 1., 2. Dezember noch ein paar Nachzügler und das war's. Und dann ist das Ganze flach das ganze Jahr über. Es gibt aber eben auch diesen saisonalen Evergreen-Content, der einmal im Jahr peakt, aber trotzdem täglich auf die Seite Traffic spült. Und das ist hier mein Beispiel, das Quarkbällchen-Rezept. Warum ist es da anders als zum Beispiel bei der Erdbeermarmelade? Also Erdbeerzeit ist tatsächlich nur einmal im Jahr, Adventskalenderzahlenzeit genauso. Aber Quarkbällchenzeit ist mehrfach im Jahr. Und zwar einmal ganz klar an Fasching, dann an Halloween und an Silvester. Und weil Google sich dann merkt, dass mehrfach im Jahr Menschen danach suchen, wird zwischendrin das Ganze auch immer wieder angezeigt, wenn jemand nach Quarkbällchen sucht. Der beste Evergreen-Content ist allerdings der klassische Evergreen-Content. Das ist der, der das ganze Jahr über Saison hat. Dazu zählen solche Inhalte wie zum Beispiel allgemeine Bastelthemen, Kindergeburtstage, Hochzeiten, Tischdeko, Lebensmittel, Kunde. Und das ist oft der reichweitenstärkste Content, weil der eben nicht nur jeden Tag gesucht wird, sondern auch der langlebigste ist, denn die Menschen suchen wirklich immer wieder und jeden Tag danach. Jeden Tag gibt es irgendwo ein Kind, das einen Star-Wars-Geburtstag feiern will. Jeden Tag gibt es eine Mutter, die verzweifelt nach Basteln mit Klopapierrollen-Tipps sucht. Und die kommen im besten Fall alle auf eure Seite, weil ihr a. das Thema super recherchiert habt und b. das kommt dann in Lektion 2, das richtige Keyword ausgesucht habt.